Zum Thema Migration ist der Marius. Bitte schön. Danke dir, Nick. Wie ihr hören werdet, ich bin, glaube ich, der dritte Migrant hier heute Abend auf der Bühne. Auch ich stamme aus dem Land mit den neuen Nachbarländern. Und nicht nur ich bin Migrant, sondern auch meine Partnerin ist aus Sibirien. Und deswegen ist unsere in Wien geborene Tochter wahrscheinlich Migrantin hoch zwei. Und genau deswegen wird es mir schlecht, wenn ich gestern Abend, übrigens nach anderthalb Stunden Sarah Wagenknecht bei Markus Lanz, umschalte ins ORF und sehe, was der Wlimski dazu sagen hat. Aber nicht nur da wird mir schlecht. Mir wird auch schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dass einer unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger hier aus Österreich gerade den Preis gewonnen hat für das Unwort des Jahres in Deutschland mit dem Wort Remigration. Mir wird auch schlecht, mir wurde schon schlecht, sogar bevor meine Tochter geboren wurde, als ein ehemaliger österreichischer Kanzler eine eigene Insel haben wollte, und zwar eine Meeresinsel, um darauf so eine Art Asylzentrum zu errichten, nach australischem Vorbild. Und obwohl mir so oft schlecht wird, wenn ich hier österreichisches Fernsehen anschaue oder österreichische Nachrichten lese, habe ich es trotzdem fertiggebracht, seit 20 Jahren hier zu leben, noch nie in diesem Land bei einer EU-Wahl abzustimmen, geschweige denn zu kandidieren. Der Grund dafür ist, dass ihr etwas systematisch zu betreiben scheint, dass man in Amerika wahrscheinlich als Voter Suppression bezeichnen würde. Wie wir seit gestern ja spätestens wissen, ist der Wlimski großer Fan von Donald Trump, der wäre also auch dafür. Meine 600.000 mitwahlberechtigten EU-Bürger in diesem Land, die keinen österreichischen Pass haben, müssen sich bis, wir wissen das Datum glaube ich immer noch nicht ganz genau, bis Mitte März, aber wie gesagt, Datum unklar, durch einen Papierwust wühlen und irgendwas abschicken und einreichen und machen und tun, damit sie im Juni abstimmen dürften. Das wäre eine kleine Sache, die ich gerne bis 2029 ändern möchte, nämlich, dass wir, egal ob in Österreich oder in jedem anderen der 26 Mitgliedstaaten, automatisch als EU-Bürger in der sogenannten Wählerevidenz aufscheinen und uns nicht drei Monate vorher darum kümmern müssen. Das andere, viel, viel wichtigere Thema für mich wäre, dass wir es schaffen, dass im Mittelmeer 2029 keine Menschen mehr ertrinken. Weder, weil wir sie versenken mit unseren Küstenwachenschiffen, noch weil sie überhaupt erst in See stechen müssen, weil wir es vielleicht schaffen, digitale Technologien zu nutzen, um die Asylanträge vorzubearbeiten. Super, danke.